Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the pre-match press conference with Team Switzerland. Just a friendly reminder for photographers to take all your photos in the first 5 minutes. English on one, French on three. Thank you very much for that. Okay. And for everybody, please silence your cell phones. And just one more request. If you have questions, please identify yourself, say your name and your organization before you ask your question. Thank you. So we have here Coach Martina Vos-Tecklenburg and goalkeeper Gaëlle Thalmann. You're back in Vancouver. How does it feel? Is it almost like home for this tournament? Ja, das geht uns schon ein wenig so. Yes, we actually do feel like that a little bit. Although, of course, the Canadian team feels very at home here, the Canadian team, and we do feel very well here. We've had a great time here so far. We've had two good matches here. And in that regard, yeah, it's good to be here. Hier zu sein, weil wir ein Achtelfinale and, spielen dürfen. It's great because we are here great. In order to you, play the in the round of 16. Ja, wir uns sehr wohl. Ich glaube, eine Mitspielerin hat gepostet. Well, we feel great here, and I think one of the fellow players posted that we're back home. It shows that we feel great here in Vancouver, and we have enjoyed the stadium in the first two matches. We're looking forward to this one. Thank you. Let's start with your questions then. Would you like to start? Bonjour, Patrick Delétrault, RTS. Patrick, question for Gaëlle. On parle beaucoup de la préparation et aussi chez les Canadiennes des tirs au but dans des matchs comme celui-là. Est-ce qu'une gardienne prépare aussi spécialement les tirs au but ou c'est business as train usual? Especially for these kicks or is it business as usual? Oui, j'essaie de regarder un peu yes. Qui tire où. I'll take a look at who kicks in which direction. C'est un peu le feeling qui but at one point, it's very much the feeling that will decide. Au niveau, à ce niveau-là, ben, at this les level, sont capables de changer aussi de côté, the players are also able to make a change at the last minute, so the feeling will help you give the best decision at the last minute. Next. Herr David Wiederkehr, Tagesanzeiger für Martina. Könntest du ein kurzes Update über die Situation bei AB, yes, bei Caroline AB nennen? How is the situation for Caroline AB? Is fit. Yes, she is fit. Next question, please. Du wolltest ein kurzes Update. Hi, Jen Hildreth, Fox Sports. Just following up on that, health of everyone as you come in to this knockout round. How is the team doing? Is there anyone who's maybe not 100% at this point? Ja, es ist schon so, dass, well, dass auch wir und unser Team merken, we dass and our team also are noticing speziell auf dem Untergrund auch eine Auswirkung stress, haben. Especially also wir haben mit Lea Welty leicht angeschlagene Spielerin. Das ist eine Geschichte, die we schon im Deutschlandspiel aufgetreten ist. Aber auch da gehe ich davon aus, dass Lea Welty morgen spielen wird. But und I do, I am assuming that Welty will be playing tomorrow. And there was a little bit of something happening with Moser yesterday on her calf. She's been carrying that around for a while, but we will see how training will go. If she'll be able to train and then go from there. Next question, please. Martina, du hast ja viele K.O.-Spiele und große Titel als Spielerin geholt, jetzt auch schon als Trainerin. As a player, but also as a coach, you've had lots of rounds. Dir als Trainerin die Mannschaft gut vorzubereiten. And how does it help for you ja, as a player hoffe, to be able hilft, to prepare your team? K.O.-Spiel well, ist natürlich der Druck noch mal ganz anders als in einer laufenden course, Saison, wo du sagst, ja, vielleicht round, dich mal aus, wenn du mal ein Spiel verlierst, dann gewinnst du auch irgendwann mal eins. Und für mich gilt natürlich and auch, dass ich versuchen muss, auf dem Druck standzuhalten, den man sich selber auferlegt, und durchzudringen im richtigen Moment zu dem Team, weil du musst dann eigentlich Entscheidungen treffen, die passen. Also es heißt sonst, ja, siegen oder fliegen. Und von daher
hoffe ich, dass diese Erfahrungen, die ich sowohl als Spielerin gemacht habe, als auch als Trainerin, mir dabei helfen werden, mir und dem gesamten Trainerteam morgen, wenn es notwendig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch das Team jetzt im Vorfeld schon auch die Bedeutung klar zu machen, wenn so viele Spielerinnen make it clear that the players a kind of significance and the importance that this kind of a situation that we have a knockout match tomorrow, we haven't had this kind of situation before, so it will be a big challenge. Neil Davidson from the Canadian Press, could you tell us, this is for the coach, could you tell us what challenges the Canadian team presents to you, and also do you embrace the challenge of playing the home side with the crowd support they're going to have tomorrow? Ja, für unser Schweizer Team, für alle aus dieser Mannschaft, team, inklusive Staff, inklusive unsere team, Vertreter vom Schweizer Fußballverband, ist es eine ganz besondere Situation. Wir haben bei dieser WM jetzt schon so viel an Erfahrung sammeln dürfen. Wir haben gegen Japan als noch amtierenden Weltmeister aus Asien gespielt, wir haben gegen Ecuador aus Südamerika gespielt, wir haben gegen Kamerun aus Afrika gespielt. Jetzt spielen wir gegen Ecuador, das Host-Team. Ich glaube, das möchten viele andere. Wir haben eine Atmosphäre, die einmalig sein wird. I think many other teams would like egal, was am Ende dabei rauskommt, es wird dieser jungen Mannschaft ja nicht nur eine großartige Erfahrung bringen, und wir wollen unser Bestes geben und wir wollen auch alles dafür tun, dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten. Aber egal, was am Ende dabei rauskommt, es wird uns weiterhelfen auf unserem Weg. Und das ist einfach toll, dass wir hier bei dieser WM so viele Möglichkeiten bekommen, aufgrund der Konstellation und so viele Erfahrungen machen, die so wertvoll sind. Die kann niemand ersetzen, und das ist mit dem Publikum das Gleiche. Es ist einfach fantastisch, es macht doch viel mehr Spaß, just fantastic, and it's a lot more fun to be playing in a nearly sold-out stadium than what some of our players experience every day, and we want to enjoy ourselves, and we want to contribute to that as well. Geil. Es gibt ja immer, als Torhüter weiß man, es kommen ein paar große Stürmerinnen oder Stürmerspieler auf einen zu. Du spielst morgen gegen Christine Sinclair, freust dich schon auf die erste Ecke? Tomorrow will be Sinclair. Are you looking forward to the first corner? Falls sie überhaupt eine bekommt. Well, if she'll be able to get one even. Ja, ich spiele jeden Tag im Training oder halt auch training every day. And in many matches I face major players. I don't think it's relevant who is going to show up there. We know what our strengths are, and we have some good players to play in this match here. Just wanted to ask, coming into this knockout round, what you have liked so far, and maybe it needs to be a bit better. Jetzt auf die Organisation with bezogen respect oder to the organization, worauf, was or what specifically what are you referring to in terms of what could be improved? Sorry, just your team's play. I mean, obviously coming in a couple of losses. I know there are some things you'd like to see done better. Ja, das also yes. Nochmal, wir haben jetzt erstmal die Vorrunde said, gespielt, wir haben sechs Halbzeiten gespielt, davon we waren fünf sehr gut bis fünf, eine war nicht so gut und das haben wir hinter uns gelassen, es beginnt so im Fußball etwas Neues, eine großartige Chance für uns, und wir werden in football, morgen we have da reingehen, wir werden alles, was wir haben, an Mentalität, an Mut, and really bring everything that we have in terms of our mentality, courage, excitement, and quality football. Können Sie mich am Ende nochmal fragen, ob das gereicht hat oder nicht? Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ich weiß auch eins, wir haben ein gutes Team. Wenn wir es schaffen, morgen unsere Leistung auf den Platz zu bringen, dann wird das ein ganz interessantes Spiel für alle Beteiligten und für alle Zuschauer. Able to bring that performance to the match tomorrow, it will be a great game for everybody. Yes, Derek Pittman, Fox Sports. This is for you, Coach. Canada has arguably one of the most efficient defenses in the tournament. What's the key to breaking that down? Yeah,
Das machen wir hochprofessionell. Wir haben sie analysiert. Wir wissen, wo sie ihre Stärken haben. Wir haben Schwächen erkannt. Das ist ja immer so, dass wir sie bei uns auch gemacht haben. Where the weaknesses are, it's always like that, and you have probably done the same with us. I think it will be important for us tomorrow to stay calm, to be courageous, to make it through the first wave, and I think we will do our best to get the Canadian team to break a sweat, and we will do our best, really. At the end of the day, you can't any more than that. Der Schiedsrichter hinzu. Tina, now in this atmosphere, there is also the goalkeeper, and there are also other connections there. Der Schiedsrichterin eine ganz wichtige Bedeutung in dem Spiel zukommt. Und ich glaube, das darf man auch ganz offen sagen. Wir haben bei dieser WM schon ein paar Entscheidungen gesehen, die nicht richtig waren, aber es betrifft ja nicht nur die Schiedsrichterin. Some decisions that haven't been correct. It doesn't just refer to the referees. Sometimes it's the coaches too and the players, but I hope really that the referee will be able to enjoy the atmosphere tomorrow, that she will stand up to the pressure. And I really was wholeheartedly wished for all of the players that the entire match will be decided fairly, objectively. It would be unfortunate if anyone would have to go home if the decision was incorrect. But I place my trust here into an experienced and good referee who I know she is, and I'm sure she's looking forward to it as well. Anybody else? No more questions. Okay, great. Thank you very much, Martina. Tomorrow. Thank you.